So, ich glaube, an eines müssen wir uns gewöhnen, aber vorher zeige ich... Einen wunderschönen guten Tag. Heute befinde ich mich im Estrel Hotel, denn hier findet der dreitägige Kongress christlicher Führungskräfte statt. In den aktuellen Krisen sind Führungskräfte mehr denn je gefordert, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, Mitarbeiter zu motivieren und Ressourcen verantwortlich einzusetzen. Auf dem KCF Berlin gehen über 60 Experten und Entscheider aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft Orientierung. Führungskräfte und Young Professionals aller Branchen und Unternehmensgrößen wird die Möglichkeit geboten, Fragen des ethischen Handel zu diskutieren und sich über Erfahrungen auszutauschen. Der Kongress christlicher Führungskräfte, KCF, ist der größte Wertekongress im deutschsprachigen Europa. Er findet alle 2 Jahre statt und jetzt ist er erstmals in Berlin. Erwartet werden über 2000 Teilnehmer aus dem In- und Ausland. Der KCF ist ein Arbeitszweig der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Die zentralen Aspekte des KCF 23 in Berlin sind Change, Sustainability und Hope. Weiteres dazu erfahre ich von Professor Friedhelm Loh. Er ist Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group und den Vorsitzender des Kongresses christlicher Führungskräfte, Martin Scheuermann. Wir tagen alle 2 Jahre seit 1999 in unterschiedlichen Städten und freuen uns riesig, dass wir zum allerersten Mal jetzt in die Bundeshauptstadt Berlin gekommen sind. Wir wollten schon vor 2 Jahren, aber Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt sind wir hier. Wir beschäftigen uns mit den aktuellen Herausforderungen dieser Zeit und wollen auf der Basis des christlichen Glaubens Orientierung geben, Ermutigung geben, besonders Menschen in Führungspositionen, die ja Entscheidungen treffen müssen, die ja sich vernetzen können bei uns. Und wir sind so der größte christliche Wertekongress in Deutschland. Also wir haben knapp 200 Aussteller, das sind christliche Organisationen. Und das Tolle ist, dass jetzt Führungskräfte sich dann auch vernetzen können. Und es ist eine überkonfessionelle Messe, es ist auch eine überparteiliche Messe. Es sind Aussteller mit christlichen Werten in ganz unterschiedlichen Branchen. Zu uns kann kommen, wer möchte, der Interesse hat. Was sagen denn die Christen zu einem Thema? Es können Christen aller Konfessionen kommen und sich hier begegnen und auch diskutieren, aber auch wertvolle Impulse hören. Wie wichtig sind denn gerade christliche Werte in der heutigen Zeit, Ukraine-Krieg, Corona-Krise und? Ja, wir haben den Eindruck, wir haben eine Krise nach der anderen und bevor die eine vorbei ist, kommen schon 3 andere wieder auf uns zu. Und das führt dazu, dass ganz viele Leute, besonders auch junge Leute, sehr verzagt sind, keine Zukunft haben, keine Hoffnung haben. Und da ist gerade Jesus Christus derjenige, der sagt, ich möchte euch Leben geben, ich möchte euch Frieden geben, ich möchte euch Hoffnung geben, ich möchte euch auch Freude geben. Und wenn sich jemand mit Jesus beschäftigt und mit der christlichen Botschaft beschäftigt, dann beschäftigt er sich ja gerade mit dem, der das Leben erfunden hat und der weiß, wie Leben gelingen kann. Und die Bibel ist im Grunde ein Buch, eine Offenbarung Gottes, das geschrieben ist für die Krise und in der Krise. Und von daher lernen wir sehr viel von diesen christlichen Werten. Welche Ziele wollen Sie erreichen, auch die jungen Menschen? Natürlich. Wir wollen alle Generationen erreichen, aber wir haben zum Beispiel einen ganz hohen Prozentsatz Young Professionals. Wir haben extra für sie eine Young Professional Lounge eingerichtet. Wir haben für sie besondere Programme. Wir haben auch Coaching-Möglichkeiten. Man kann sich Termine buchen, kostenfrei, wenn man hier dabei ist. Und wollen besonders junge Leute ermutigen, das Leben anzupacken und nicht zu verzagen. Nun schaue ich mir mal den Kongress genauer an. Ich bin hier mit dem Christburg Campus. Ich bin dort Geschäftsführer. Wir sind als christliche Schulen und Kitas in Berlin aktiv, haben dort an 3 Standorten christliche Schulen und Kitas, vor allem Grundschulen, auch eine weiterführende Schule. Ja, und sind offen für alle Kinder und Jugendlichen und freuen uns, dort auch über den christlichen Glauben sprechen zu dürfen. Was sind denn Ihre Tätigkeiten konkret in den Schulen? Na,
so wie Sie das auch von ganz normalen, in Anführungsstrichen, Schulen kennen. Wir haben dort beispielsweise in unseren Grundschulen den Rahmenlehrplan, den auch das Land Berlin, für den auch das Land Berlin Gültigkeit hat. Und dort unterrichten wir Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 12 Jahren, um sie auf die weiterführende Schule vorzubereiten. Jetzt sind wir hier auf dem Kongress. Wie wichtig ist das für Sie auch? Das ist eine tolle Möglichkeit, sich Anregungen zu holen, für den Alltag Inspiration zu holen und auch Kontakte zu knüpfen. Also es ist für uns eine ganz wertvolle Veranstaltung hier in Berlin heute. Jetzt gerade nach der Corona-Krise und mit dem Ukraine-Krieg, wie wichtig sind eure Tätigkeiten momentan? Wir haben auch selbst in unseren Einrichtungen ukrainische Kinder, die wir dort betreuen und unterrichten. Ich glaube, es ist insgesamt eine ganz wichtige Aufgabe, gesamtgesellschaftlich, aber auch für uns als Schulen und Kitas, dort unseren Beitrag zu leisten, dass geflüchteten Menschen geholfen werden kann. Und das versuchen wir bestmöglich zu machen mit unseren Pädagoginnen und Pädagogen in erster Reihe. Sind wir sehr dankbar, dass das uns, glaube ich, ganz gut gelingt. Wir sind jetzt hier beim KCF. Wie wichtig ist das für Bibel-TV, auch hier zu sein? Bibel-TV hat ja einen christlichen Hintergrund und wir möchten den Menschen ein bisschen erzählen, für die, die es auch gar nicht mehr wissen, was es mit Jesus und dem Glauben und der Kirche auf sich hat. Und dazu ist natürlich auch interessant zu schauen, was sonst im christlichen Bereich so los ist. Und da hilft hier der Austausch beim KCF. Welche Menschen sprechen Sie an, jung oder alt, und wie wichtig ist das? Wir möchten da sein für die, die Fragen nach Gott haben. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum bin ich da? Und wer dafür offen ist und interessiert, was Gott vielleicht dazu sagt oder wie er Gott in seinem Leben erleben kann, der kann mal reinschauen bei Bibel-TV und hören und sehen, was in der Bibel steht. Und gerade in der heutigen Zeit nach der Corona-Krise mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, wie wichtig ist denn sowas, solche Werte hier zu haben? Ja, danke, dass Sie fragen. Natürlich ist es oder halten wir es für gerade besonders wichtig, die Liebe, gerade auch vergebt einander. Die Frage ist ja auch nach dem Krieg, wie vertragen die sich wieder? Wie kommt man wieder zusammen, nachdem man jetzt so gegeneinander gekämpft hat? Versöhnung, Vergebung, das, was wir von Jesus lernen können, das jetzt zu verbreiten. Auch fürs leibliche Wohl ist hier gesorgt beim KCF. Und die christlichen Werte hier, die wissen Sie auch zu schätzen? Ja, das ist mir ganz wichtig. Ja, das ist mir ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Deshalb bin ich besonders hier. Und das ist in Berlin dieses Jahr, es ist ja großartig. Das ist nämlich alle 2 Jahre, habe ich schon gehört. Ja. Und in der Apfel, ist das auch ein besonders christliches Symbol, der Apfel? Man denkt, dass es ein besonderes christliches Symbol ist durch den Sündenfall mit Adam und Eva, aber das war eine Frucht. Also ob es nun ein Apfel war, das weiß man nicht. Herr Tobias Kleil, jetzt sind wir hier bei Getaway Days und Sie sind hier auch beim KCF. Wie wichtig ist das für Sie? Sehr wichtig, weil wir uns gut präsentieren können für sehr, sehr viele neue Leute, die das noch gar nicht kennen. Und das, was die Getaway Days machen, ist, wir machen Outdoor-Programme mit Jugendlichen aus herausfordernden Lebensumständen. Und da wir merken, dass da immer mehr gibt, nehmen wir die einfach mit raus in die Berge. Es gibt es in verschiedenen Ländern, in den USA, in Deutschland, in Österreich, in Jordanien. Es sind ganz unterschiedliche junge Leute und wir arbeiten sehr viel eben mit Erlebnispädagogik. Wie wichtig ist denn so ein Unternehmen und ein Kongress an sich jetzt gerade in diesen Zeiten, Ukraine-Krieg, Corona-Krise? Also ich würde sagen, die persönliche Begegnung ist das Wichtigste überhaupt. Und ich glaube, wenn die persönlichen Begegnungen gut sind und man da eine Ebene miteinander findet, dann können wir auch ganz viele Konflikte und größere Dinge auch vermeiden. Und deswegen, es geht nichts über persönliche Begegnungen und persönliche Wertschätzung von Menschen und sie auch ernst zu nehmen, da wo sie stehen. Sehr schön. Und jetzt, was hat es damit auf sich? Also da die Getaway Days ja erlebnispädagogisch sind, muss man natürlich auch irgendwas anbieten, wo man was machen kann. Und von daher haben wir da einfach so einen Nagelstamm und die Leute können Nägel reinbauen. Die Ungeübten dürfen dann mit der Rückseite vom Hammer reinschlagen und die Geübten, die müssen es mit der Spitze dann reinschlagen. Okay. Genau. Sehr schöne Beschäftigung, das werde ich jetzt auch mal machen und ich bedanke mich fürs Gespräch. Super. Ha ha.
Weil Sie heben den Hammer tatsächlich ziemlich weit hinten. Die meisten heben den da vorne, wenn Sie es nicht können. Nee, das geht nicht. Aber so? Nein, ich bin geübt. Dankeschön. Passt wie ein Schwabe, damit es alles aus. Dankeschön. Zahlreiche Referenten werden die nächsten Tage ihre Vorträge und Diskussionen bieten. Dazu gehört auch Professor Friedhelm Loh. Er ist Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group und Ehrenpräsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI. 1974 übernahm er die Geschäftsführung des Familienunternehmens Rital und hat heutzutage rund 11.600 Mitarbeiter weltweit. Loh engagiert sich als Botschafter für die Region Mittelhessen, unterstützt Schulen und Ausbildungsstätten, ist Vorstand im Bibellesebund, Stiftungsratsmitglied der Stiftung Volkenroder und Mitglied des IDEA-Trägervereins. Professor Loh, wie wichtig ist denn so ein Kongress wie das KCF? Aus meiner Sicht ist es außerordentlich wichtig. Wir haben heute Morgen und an vielen Stellen gehört, die Menschen sind suchend. Und wenn Menschen suchen, dann muss man gucken, dass man da ist, wo man uns finden kann. Und wir glauben, dass wir mit dem Evangelium an Jesus Christus eine klasse Botschaft haben, gerade für Leute, die suchend sind. Wie ist denn solche Ziele, christliche Werte zu übermitteln? Gut, wir leben ja fast alle noch in christlichen Werten. Wir wissen es nur nicht mehr. Wenn wir über Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Übernahme von Verantwortung, Nächstenliebe reden, wo haben wir das eigentlich her? Letztlich haben wir das aus dem Wort Gottes. Und wir tun das alles, wir sagen nur nicht, wo wir es her haben. Was ist die Basis? Wir nennen uns christliches Abendland, davon merkt man nicht mehr viel, aber unser Alltagsleben ist nach wie vor bestimmt von diesen Wegweisungen Gottes, die er letztlich in der kürzesten Form, prägnantesten Form, besten Formulierung in den 10 Geboten geschrieben hat. Glauben Sie, wie kann man es schaffen, junge Menschen auch an solchen Werten wieder heranzuführen und gerade auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg und nach der Corona-Krise? Die jungen Menschen sind, weil sich das Angebot so vielfältig ist und sich so viele um sie reißen, in einer ganz schwierigen Situation sich zu orientieren. Und dazu gehört auch Engagement, sich selber zu interessieren und zu bewegen. Und das ist das, was meiner Ansicht nach in unserem Bildungssystem auch ein Stückchen fehlt, der Mut, sich um andere Dinge zu kümmern, sich für was zu interessieren, neugierig durchs Leben zu gehen. Die jungen Leute, die das tun, ich finde diese jungen Leute in der Regel spitze, hochinteressiert, offen für viele Themen und sie sind auch genauso offen für den christlichen Glauben. Sie wollen nur wissen, ist es was oder ist es nichts? Und diese Frage beantwortet meiner Ansicht nach nur der, der selber im Glauben lebt. Der kann es am besten beantworten, weil dazu gehören Lebenserfahrungen. Und mit Gott macht man Lebenserfahrungen. Mit einem anderen Menschen, den man gut kennt, mit dem man lange zusammen lebt, macht man auch Lebenserfahrungen. Und das ist wichtig, dass wir die Glaubenserfahrung an die jungen Leute weitergeben. Ich kann nur eins sagen, die jungen Leute sind sehr interessiert an der Frage. Es ist die Frage, wer beantwortet sie. Weitere Infos zum KCF gibt es unter www.kcf.de.